Der Anfang so einer Sendung soll ja immer ballern. Schwierig ist nur, wenn das Thema Liebe ist. Liebe ballert nicht. Liebe ist unfassbar langweilig. Ich kenne nichts Langweiligeres als frisch verknallte Leute, die jeden davon erzählen wollen, allen ihre Eroberungen zeigen wollen, die ganze Welt umarmen wollen. Nee, zuerst fummeln sie an sich rum und dann an mir. Geht weg, sage ich, weichet, niemand will eure Scheiße hören. Und lasst eure Geschlechtskrankheiten bei euch. Ist mir egal, wo ihr euch kennengelernt habt und wie euer GV ist. Ich habe kein Interesse daran zu sehen, wie ihr euch gegenseitig mit irgendwelchen Desserts füttert. Die Früchte passen weder zur Jahreszeit noch zur Region, ihr Arschlöcher. Und bald, ja bald, wird die Frucht eurer Liebe verdorrt sein, verfault im Moloch des alltäglichen Gleichklangs aus Arbeit und eurer eigenen Bedeutungslosigkeit. Lasst uns damit in Ruhe, vor allem mich. Liebe sollte Privatsache sein. Zieht zusammen, gerne. Nennt euch Schatz, denn das machen Leute, wenn ihnen nichts mehr einfällt. Stinkt die ganze Wohnung voll mit eurem undifferenzierten Dreck und kommt bitte erst wieder, wenn Drama ist, ja? Schatz, kannst du bitte mal dein Maul halten, Schatz? Das will ich hören. Da ist Spannung drin. Gib mir einen Wutausbruch im Ikea. Gib mir eine Ohrfeige im Club. Gib mir einen stumpfen Gegenstand auf euren Hinterkopf. Liebe. Was für eine beschissene Person denkt sich denn bitte Liebe als Thema für so eine Show aus? Als ob es nichts Wichtigeres gäbe. Ey, da draußen geht die scheiß Welt unter. Und wir reden über Liebe. Kann ich auch gleich meine Hausratsversicherung vorlesen. Meins, hab ich gut versichert. Weil es mir gehört. So wie die Sibylle. Liebe. Ist das hier eine Schlagersendung? Kommt gleich Kai Pflaume und macht eine Massenheirat? Ich hasse Liebe. Liebe bedeutet doch auch nur, dass die Leute keine Selbstgespräche mehr führen, wenn sie vor irgendwas Angst haben, sondern dass sie der Partnerin oder dem Partner das verschissene Ohr abkauen können. Lasst mich damit in Ruhe. Ich habe keine Lust mehr. Ich trenne mich von allen. Jemals. Zum Glück habe ich mir zu diesem Zweck heute nur hasserfüllte Scheidungskinder eingeladen, die nach langen Beziehungen verlassen wurden wegen Affären und jetzt Singles ohne Elan und Lebenslust sind. Das sind meine Leute. Heute für euch Jan-Philipp Zimny, Sandra Davina, Julian Heun und Olaf Schubert. Und an der Musik, wie immer, David Weber. Freundinnen und Freunde, es ist schön, euch hier zu haben. Schön, dass wir uns zu diesem Thema hier versammelt haben auch. Es ist, ihr seht alle gut aus und ich möchte euch ein bisschen was erzählen über einen Gast, eine Person, einen Menschen, der jetzt ans Mikrofon treten wird. Das ist Jan-Philipp, der liebt es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Im Sommer trifft er sich, so es die Situation zulässt, mit anderen crazy people und prügelt als Zwergkrieger verkleidet auf Magier und Elfen ein. Am liebsten verprügelt er Heiler. Auch wenn wir uns treffen, weiß ich nie genau, was mich diesmal erwartet. Ist er der wahnsinnige Professor? Ist er wieder mal als Gnu unterwegs? Oder ist es einfach Jan-Philipp verkleidet als dünnerer Jan-Philipp? Er ist ein Mann vieler Ebenen. Er ist ein Mann vieler Ebenen. Er hat Füße, Beine, Bauch, Kopf. Er hat mindestens 4 Ebenen, hat er. Ich bin sehr gespannt, welche er dieses Mal mitgebracht hat. Küsse auf die Augen von Jan-Philipp Zimny. Vielen Dank für diese Top-Anmoderation, du sexy Motherfucker. Auch das. Ich habe einen kleinen Aufsatz über die Liebe verfasst. Er trägt den Titel Der Rucksack. Ich möchte mit einer romantischen, häuslichen Szene beginnen, die ich einmal exakt so erlebt habe. Sie? So, der Film ist ausgesucht, die Couch ist bereit, jetzt müssen wir nur noch Süßigkeiten besorgen. Ich hol den Rucksack. Sie, Jan-Philipp, wie viele Süßigkeiten hast du denn vor zu kaufen? Ich bin unbeaufsichtigt, emotional auf dem Stand eines 9-Jährigen und ich habe in meiner Hosentasche 50 Euro. Wie viele Süßigkeiten haben die? Sie, hol den Rucksack, du bärtiger 9-Jähriger, du. Es sind Situationen wie diese, bei denen man durchaus auf die Idee kommen könnte, dass eine Liebesbeziehung erstrebenswert ist. Da ist Zuneigung, Geborgenheit, Geduld und Geduld ist wichtig. Besonders, wenn Leute nicht verstehen, wie man Süßigkeiten einkauft. Gerade für langfristige Beziehungen ist Geduld wichtig.
Mit anhaltender Dauer finde ich mich immer öfter in absurden Beziehungssituationen wieder, in denen mir unnötig komplexe Fragen gestellt werden. Unlösbare Fragen, Logikrätsel, Fragen wie: Weißt du, was ich dir noch gar nicht erzählt habe? Nein. Nein, erstaunlicherweise habe ich keine Kenntnis von dem, worüber wir noch nie gesprochen haben. Ist das überhaupt möglich? Wenn ich wüsste, was mir alles noch nicht erzählt wurde, mein Leben wäre leichter. Ich wäre wenigstens vorbereitet, wenn die Leute mir eines Tages endlich davon erzählen werden. Aber ehrlich, was wollen mir die Menschen damit mitteilen? Weißt du, was ich dir noch gar nicht erzählt habe? Das ist, als würde man mich vor dieses Rätsel mit den zwei Türen stellen, das man aus diesen Fantasy-Geschichten kennt. Die eine Tür von uns spricht immer die Wahrheit, während die andere... Nein. Ich gehe wieder nach Hause. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss dringend liegen. In einem dunklen Raum. Ohne Tür. Doch wenn man da so friedlich rumliegt in der Dunkelheit und keiner Seele was zuleide tut, dann ist häufig genau das der Moment, wo man von noch mehr Fragen angefallen wird. Fragen, die mich in tiefe Sinnkrisen stürzen. Fragen wie: Wie geht es dir? Ich weiß nicht. Ich habe keine Gefühle und nicht mal das war mir bewusst. Jetzt ist es mir bewusst und ich frage mich, warum ich keine Gefühle habe. Hat das was zu bedeuten? Muss man überhaupt immer Gefühle haben oder kann man da auch einfach mal ein bisschen Ruhe in sich drin haben? Ich glaube, ich habe einfach nur existiert. Ja, aber irgendwas muss doch in dir vorgegangen sein. Ich habe diese vage Vermutung, dass ich, kurz bevor du mich gefragt hast, etwas gedacht habe. Vermutlich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hole den Süßigkeitenrucksack. Doch man muss ja auch erstmal diesen Punkt erreichen, an dem einem solche Fragen gestellt werden. Zuerst muss man überhaupt jemanden kennenlernen und das ist kompliziert genug. Das geht heute nicht mehr so einfach. Da müssen mehrere Apps installiert werden. Und dann muss man flirten. Ich bin nicht gut im Flirten. Ich habe kein Game. Ich habe Asperger. Was gibt's denn da zu lachen? Das ist einfach die Wahrheit. Ja. Körpersprache lesen, Gesichtsausdrücke deuten und soziale Zwischentöne erkennen, das sind alles Dinge, die mir Schwierigkeiten bereiten. Und Flirten besteht quasi nur aus sowas. Aus subtilen Signalen und kleinen Gesten. Teilweise ist das nur die Betonung, mit der gesprochen wird und schon wurde geflirtet. Ich mache das mal vor, damit das deutlich wird. Erst ein ganz normaler Satz und dann derselbe Satz, aber geflirtet. Hier der normale Satz. Möchtest du eine Banane? Ich habe Bananen mitgebracht. Jetzt geflirtet. Achtet auf den subtilen Unterschied in der Betonung. Möchtest du eine Banane? Ich habe eine Banane mitgebracht. Und darf ich dich übrigens komplett durchorgeln? Das sind sehr feine Unterschiede in der Sprachmelodie, die aber die komplette Bedeutung verändern. Manche Leute wissen schon nur durch Blicke, ob sie aufeinander stehen. Blicke! Ich kann aus Blicken nicht mal lesen, ob ich der Angeguckte bin. Ich schaue dann immer erstmal hinter mich. Vielleicht steht da der Captain des Highschool-Football-Teams. Man kennt diese Situation aus Filmen. Selbst wenn ich mal angeflirtet werde, nehme ich das meistens überhaupt nicht wahr. Dann bin ich in der Disco. Wobei, seien wir ehrlich, ich bin nicht in der Disco. Das erkennt man schon daran, dass ich es Disco nenne und nicht Club. Außerdem, was soll ich in der Disco? Reizüberflutung ist kein Dance-Move. Aber nur mal angenommen. So, ich bin in der Disco, so als Beispiel, tanze da ganz für mich und auf der anderen Seite des Raumes sendet eine Frau mir Signale. Ich weiß nicht, vielleicht so. Ich habe eine Banane. Vielleicht sowas in der Richtung. Und ich merke das gar nicht. Ich bin völlig in Gedanken. Ich bin also ganz für mich, völlig in Gedanken, tanze vor mich hin. Ob Bienen, wenn man sie mit Heavy-Metal-Musik beschallt, statt Honig Senf produzieren? Klar, dass man da nicht zusammenfindet. Ich fand den Prozess des Zusammenfindens und aber auch danach das Beieinanderbleiben schon immer sehr verwirrend. Als in der 7. oder 8. Klasse alle plötzlich anfingen, das mit der Liebe auszuprobieren, habe ich das sehr aufmerksam beobachtet. Dann haben die sich ineinander verknallt, dann miteinander gehen, dann Händchen halten, dann der erste Kuss, dann Gerüchte, erste Krise, doch Beziehung hält, waren nur Gerüchte. Dann aber wurde der eine gesehen, wie er einer anderen im Unterricht ein Duplo geschenkt hat. Dann Riesenstreit, Drama, Tränen, dann Trennung und dann große Pause. Und danach alles wieder von vorne. Das war mir zu stressig. Außerdem war der Prozess, eine zu fragen, ob sie mit dir geht, dermaßen kompliziert.
Da konnte man nicht einfach fragen oder... Da musste dein bester Freund, die beste Freundin von ihr fragen, was sie sagen würde, wenn man sie fragen würde, was sie davon hielte, wenn die Idee davon, miteinander zu gehen, als Gedankenexperiment hypothetisch im Raum stünden würde, Konjunktiv 9. Ich entschied mich damals tatsächlich, die Liebe einfach auf später zu verschieben. Natürlich war ich auch verknallt, aber ich habe dann einfach gewartet. Auch das ist wahr. Ich habe dann einfach gewartet, bis das wieder vorbei war. Wenn ich erstmal etwas älter sein würde, würde ich das vielleicht alles sicherlich besser verstehen. Und jetzt, wo ich 15 Jahre älter und 2 Jahre weiser bin, kann ich sagen, ich warte immer noch darauf. In gewisser Weise bin ich also tatsächlich ein bärtiger, unbeaufsichtigter Neunjähriger mit zu viel Taschengeld. Aber das Gute daran ist, dass man, wenn man zusätzlich auch noch keine Beziehung hat, immerhin wenigstens immer einen Rucksack voller Süßigkeiten im Haus hat. Und ich denke, das sieht man auch. Vielen Dank. Jan-Philipp Zimli. Ich wollte mich gar nicht über Asperger lustig machen, tatsächlich. Ich fand nur Asperger nicht als Move zu bezeichnen, erstmal grundlegend zumindest in Frage zu stellen, weil kann doch auch einer sein. Ich sag mal so, bisher hat es für mich nicht funktioniert. Das tut mir leid, ich wollte dich hier nicht bloßstellen. Ach Quatsch, ich habe das auch gar nicht so aufgefasst, als würdest du dich darüber lustig machen. Ich finde es ja auch wichtig, dass man das auch manchmal ein bisschen mit Humor nimmt. Es muss nicht immer tragisch sein. Ich glaube, es ist gesund, auch mal Sachen leicht zu nehmen. Ja. Und in diesem Zuge möchte ich fragen, was mit der Dame, die da hinten vom Regal runterhängt, los ist. Die sieht sehr krank aus. Naja, also, ja, es ist ja auch, ich hasse Liebe. Ja. Also wenn's wäre, ich liebe, dann wäre es erstens langweilig und dann wäre sie aufgepumpt. Der hat vielleicht zu leicht genommen. Ja, ich muss an dieser Stelle ganz kurz... Das darf man auch nicht machen. Ich muss ganz kurz Jürgen auf die Bühne bitten. Jürgen ist mein Bruder und der desinfiziert, denn wir haben ja immer noch Probleme, wie ihr merkt an diesem Saal, mit einem kleinen viralen Freund. Und Jürgen, mein Bruder, heißt eigentlich anders, aber möchte nicht erkannt werden, deswegen trägt er die Maske. Und der desinfiziert heute für uns, damit wir das nicht machen müssen. Damit wir unsere Finger nicht schmutzig machen müssen mit Desinfektionsmittel. Ich habe nämlich für alle was vorbereiten lassen, und zwar Torten. Die sind noch undekoriert. Mhm. Und zwar stelle ich mir das so vor, wenn hier Texte vorgelesen werden, dann ist es... Das ist eine Torte? Ja, das ist eine Torte. Es sieht aus wie eine Krankheit, aber es ist eine Torte. Es sieht aus wie so ein aufgequollener Aschenbecher. Das ist... Es ist ein aufgequollener Aschenbecher. Na gut, wir hatten nicht mehr Geld. Jetzt hast du schon Asche an der Hand. Die Torte hat mich angegriffen. Es ist. Ich gebe dir was rüber. Oh wow, warte. Warte doch jetzt. Ich mach so. Das Sehr ist gut. Mir noch zu unsicher. Diese Torten, Jan-Philipp, ob du aufhörst. Also jetzt wirklich. Die ist ja wohl mal für mich. Ja. Oh, vielen lieben Dank, Julius. Sehr gerne, zum Abwischen kann man diese Masken auch verwenden. Diese Torten sind natürlich passend zum Thema Trennungstorten. Also Torten, die man einander überreicht zu diesem feierlichen Anlass. Hier, du bist scheiße, viel Spaß. Und ihr könnt gerne, wenn ihr euch inspiriert fühlt, diese Torten beschriften und bemalen und bekleben mit den Liebesperlen. Aber das sind essbare Dinge. Das sind essbare Dinge, ja. Nee, darf man schnöckern? Okay. Darf ich das auch so? Du darfst es auch so schleckern, aber desinfiziere bitte vorher deinen Mund. Jürgen. Die wurden mit Handschuhen auf die Bühne gestellt. Ihr könnt okay, damit machen, was ihr wollt. Okay, Julian ist jetzt schon fertig mit seiner Torte. Er hat einfach drauf gekrümelt. Gut, macht es einfach, wenn euch der Sinn danach steht. Und in der Zwischenzeit hören wir uns weiter Texte von uns gegenseitig an. Zu Hause habe ich das wirklich sehr gerne, dass ich mal so puzzle und dann höre ich mir ein Hörspiel an. Und so möchte ich diesen Abend hier auch. Ich hoffe zwar, dass die Texte nicht so harmonisch sind wie die Hörspiele, die ich immer höre. Denn ich höre eigentlich nur so Atmen-Hörspiele, also so Yoga-Hörspiele. Eigentlich höre ich nur eine Person die ganze Zeit atmen. Das ist so mein Ding. Aber vielleicht ist da einfach jemand bei dir zu Hause. So. Vielleicht ist es gar kein Hörspiel. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich habe immer diese Maske auf. Ich habe keine Ahnung. Gut, genug geplaudert. Ihr Vögel. Ich möchte nun eine weitere Person ankündigen, die ans Mikrofon treten und sich dann setzen wird, um einen Text vorzulesen. Es ist Sandra. Wäre sie eine Berührung, dann wäre sie die herzlichste Umarmung der Welt. Viel Spaß mit Sandra Davina.
Vielen lieben Dank, Julius, und fühl dich an dieser Stelle sehr herzlich umarmt. Ne? Weiß ihr Bescheid. Ich habe mich natürlich im Vorfeld dieser Sendung sehr gewissenhaft vorbereitet und mich beschäftigt mit Zahlen und Fakten, und ich habe eine Statistik gefunden, in der hieß es, dass die Deutschen, und zwar 20% der Deutschen, bereits nach einer Woche, also 7 Tagen, zu ihrer Partnerin oder ihrem Partner "Ich liebe dich" sagen. Verrückt, oder? Ich meine, ich weiß, was Sie denken. Das ist für eine Nation, die bereits 2 Stunden vor Einfahrt in den Zielbahnhof Kassel-Wilhelmshöhe mit Gepäck und voll angezogen am Ausgang steht, um rechtzeitig den Zug zu verlassen, ziemlich spät. Das ist verdammt spät, Leute. Und ich will niemandem zu nahe treten, so. Wir sind alle kuschelige Leute, wir sind impulsiv. Auch mein Ronan Keating-Tattoo auf dem Rücken ist noch am Verheilen, ja. Aber die Liebe macht es uns nicht leicht. Die Liebe ist ein hartes Pflaster. Dieser Text heißt: Es ist nicht, wie du denkst, es ist viel schlimmer. Du hast mich feierlich ins Restaurant eingeladen, um mit mir Schluss zu machen. Ich mache Schluss, sagst du also, noch vor dem ersten Gang und beginnst damit, Konfetti zu werfen, um die Stimmung etwas aufzulockern. Das klappt erstaunlich schlecht. Es liegt nicht an dir, sagst du, es liegt an Julia. Die ist einfach viel schöner und klüger als du. Mein 14-semestriges Germanistikstudium hat mich auf solche Momente vorbereitet. Ich sage also das, was ich am Ende von Hausarbeiten immer sage: ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Du zeigst hinter dich auf eine sehr beeindruckende Trennungstorte, auf der in rosa Zuckerschrift "Ich möchte nie wieder mit dir schlafen" steht, und schaust mich erwartungsvoll an. Ich frage dich, was der Kinderchor da plötzlich soll, der seit wenigen Minuten im Hintergrund Andrea Bocellis "Time to Say Goodbye" intoniert und dabei mit Kick Seifenblasenpistolen auf mein Gesicht schießt, als hätte ich persönlich darum gebeten, mir beim Abschminken zu helfen. Du sagst, das seist du mir schuldig. So nach all der Zeit, immerhin 3 Wochen und ein Dienstag, da bräuchte es was Besonderes. Du hast das hier schon seit 1 Monat vorbereitet, also bitte. Jetzt also eine echte, schöne Trennung mit atmosphärischer Musik und möglichst vielen Augenzeugen, die bestätigen, dass wir im Guten auseinandergegangen sind. Und dass es auch wirklich, ganz sicher, vorbei ist. Ja, die Liebe ist grausam. Die Liebe fühlt sich an wie 13 Bundesjugendspieler an einem Vormittag, 6:30 Uhr morgens irgendwo im örtlichen Lothar-Matthäus-Stadion Turnbeutel vergessen. Aber hey, der Sportlehrer leiht einem seine Hose, alles wird gut. Es gab gestern sogar extra frischen Sand im Weitsprungbereich. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass über Nacht nur 3 streunende Katzen und ein Mensch namens Jörki reingepingelt haben. Und vorsorglich hat der Schulleiter deinen Namen schon mal auf die Teilnehmerurkunde geschrieben. So ist das. Die Liebe ist wie Takeshis Castle. Man merkt unterwegs nicht, dass man sich furchtbar blamiert, und zum Schluss fällt man nur wieder hin. Die Liebe tut weh. Ich habe mich einmal beim Inlineskate mit dem linken Fuß in einen Oliver Kahn-Hanuta-Sticker verheddert und bin beim Stürzen kopfüber in den Altglascontainer geraten. Ich kann selbst jetzt nicht mit aller Sicherheit sagen, ob nicht irgendwo in meiner Kopfhaut noch Reste von einem Rotkohlglas stecken, aber selbst das hat weniger geschmerzt. Wer schon einmal verliebt war, der weiß, wovon ich spreche. Diese körperliche Pein, dieses Rütteln an den Organen. Man sagt, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Und ganz ehrlich, ich habe wirklich viele Sachen im Bauch. Auf dem Schnöcker-Alphabet im Grunde alles zwischen A wie Apfelringe und Z wie Zimtschnecke, aber unter gar keinen Umständen möchte ich etwas in mir drin haben, das bei Biene Maja auf die Gartenparty geht. All diese körperlichen Ausfallerscheinungen, Herzklopfen, Schwitzen, Kniezittern. 90% meiner Pubertät bestanden darin, in irgendwen verliebt zu sein, der auf dem Schulhof mal aus Versehen in meine Richtung geguckt hat. Ich bin ständig dunkelrot angelaufen. Andauernd haben Autos neben mir gehalten, weil sie dachten, dass ich eine verdammte Ampel sei. Ich habe meine Sprache verlernt. Auf ein "Na, hey, wie geht's?" habe ich nur noch geantwortet. Meine Jugend war ein einziger langer Philipp Horsell-Song. Es gibt Leute, die sagen, also ich wäre so gerne noch einmal 15. Und ich muss wirklich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ich würde lieber 7 Tage und Nächte in einem Pyjama aus echten Bananenschalen im Pavillongehege des Kölner Zoos von der Decke baumeln, als noch einmal 15 zu sein. Als noch einmal so schmerzhaft verliebt zu sein. Ich meine, inzwischen bin ich schlauer. Ich habe unterwegs einiges gelernt. Achtung, Pflanzen mögen es, wenn man mit ihnen redet, es sei denn, man ist unsympathisch.
Wenn die Batterien in der Fernbedienung leer sind, muss man nicht direkt den ganzen Fernseher wegwerfen. Das war mir lange nicht klar. Bei Durchfall besser nicht niesen. Und die Liebe heißt wollen, heißt ohne Zweifel sich für etwas entscheiden. Und das ist das Problem. Die Menschen können sich nicht mehr entscheiden. Nicht für irgendwas, nicht für irgendwen. Ich habe letztens 2 Stunden durch Netflix gescrollt und nach einem Film gesucht, der nicht zu albern ist, aber nicht zu traurig. Was mit Tieren, aber nichts für Kinder. Bisschen spannend, aber nicht zu gruselig. Nicht zu kompliziert, aber schon was, worüber man 2, 3 Tage nachgrübelt und denkt, joa, kann schon sein. Nichts mit Adam Sandler. Auf gar keinen Fall ein Film, wo Til Schweiger mitspielt, Regie führt oder jemand von seinen Verwandten durchs Bild läuft. Und am Ende gibt man auf, guckt im ZDF die Zusammenfassung der Vierschanzentournee und hasst sein Leben. Jedes Mal. Und ja, ich bin romantisch. Ich bin sogar Romanstuhl und Romanteller. Sternzeichen Hugh Grant, Aszendent Ed Sheeran. Auf einer Skala von 1 bis Voldemort bin ich immer noch Kai Pflaume. Ich bin jetzt nicht traurig oder verbittert. Ich sage, wir brauchen die Liebe. Ich meine, ohne die Liebe wüsste ja keiner, was er am 14. Februar machen sollte. Niemand könnte einen an Omas 80. Geburtstag mal höflich, aber investigativ darauf hinweisen, dass man immer noch Single ist. All die schönen Spitznamen wären plötzlich fort. Ich möchte mir eine Welt ohne Hasenpupsi und Mausebär nicht vorstellen müssen. Worüber sollten all die Frauenzeitschriften schreiben, wenn sie nicht mehr Gelegenheit hätten, mir sexy Tipps zu geben, damit irgendjemand da draußen mich wenigstens 4% erotischer findet als ein durchschnittliches Eichhörnchen. Auch die Musikgeschichte müsste neu geschrieben werden. Ohne Love brüllt Hathaway verzweifelt: What is? What is? What is? Und es wäre komisch. Aber auch irgendwie nicht gut. Ich meine, alle Tattoo-Studios dieser Erde haben ihre Existenz darauf gegründet, dass irgendein Marvin seine Jenny schon überredet, sich als Zeichen ihrer Verbundenheit ein Unendlichkeitszeichen in den Nacken zu stechen. Und niemand denkt an die Tiere. So viele Tauben da draußen sind schon heute arbeitslos und lungern zuhauf in deutschen Innenstädten rum, nur weil es nicht genug Beates und Thomase gibt, die sie bei ihrer Hochzeit mal schön in die Luft werfen können. Nee, ganz ehrlich, ist das für ein bescheuerter Brauch? Hört auf damit. Aber manchmal, das stimmt schon, manchmal muss man wissen, wann sich Kämpfen nicht mehr lohnt. Wann es Zeit ist, loszulassen. Wann man die Teilnehmerurkunde nimmt, dem Sportlehrer seine Hose wiedergibt und heimwärts zieht. Time to say goodbye. Danke dir, es war schön gewesen. Lass uns Fremde bleiben. Das alles sage ich dir, während du die Vorspeise, das Hauptmenü, den Nachtisch und ein halbgeschmolzenes Snickers isst, das du in deiner Jackentasche gefunden hast. Bring mir doch die Tage noch mein Zeug vorbei, okay? Du weißt schon, hier, mein Pulli, die Kosmetiktasche, mein Bob, der Baumeisterkostüm, den Raclette-Grill und die Siedler von Katana-Erweiterung Kastrop-Brauxel-Ost. Dankeschön. Klar, kein Problem. Ich stehe auf und nehme meine Jacke. Vielen Dank, sage ich also zum Abschied. Vielen Dank und alles Liebe. Tschüss. Danke. Sandra Davina. Dankeschön. Als ich, ich bin meistens eigentlich verlassen worden von den Girls und habe mich so gut wie nie getrennt, aber ich habe nie sowas, also es war nie einvernehmlich, also nicht so wie bei euch. und es war auch nie, ich habe nie sowas gekriegt, keine Deko, nicht mal ein bisschen. Die eine hat mir ein Tattoo gemacht. Entschuldigung? Ja, hier ein Tattoo. Ja. Ronan Keating Tattoo, achso. Ja. Zeig ich mal. Das ist die schwarze Sonne. Das ist die schwarze Sonne. Und dann hast du nicht Schluss gemacht? Nee, okay. Sie hat sich von mir getrennt und hat gesagt, ich mach dir vorher noch ein Tattoo. Die war Friseuse. Okay. Ja, das ist in meinem Leben passiert. Das wollte ich nochmal kurz. Also, finde ich schon ziemlich amtlich. Ja. Aber wenn es dich tröstet, ich mach dir hier so eine Trennungstorte. Das wäre schön, weil ich glaube, dann verbinden wir auch eure beiden Geschichten, weil ja. dann ist das quasi der Trennungsrucksack als Torte. Meine Trennungstorte ist auch schon fertig. Aber zeig sie später, Julian. Okay. Bitte bewahre. Kann ich sie schon essen? Bewahre, du kannst sie aber schon essen, klar. Dann musst, okay. du sie aber vorher zeigen, wenn du jetzt wirklich schon fertig bist. Nein, das okay. artet wieder gut, aus. Ja. Es ist auch tatsächlich kommen wir jetzt auch zu was ganz anderem inhaltlich, denn Geil. Wir kommen jetzt zur Musik. Und das macht bei uns gewohnheitsgemäß David. David ist, wie wir alle wissen, der
unbekannteste Popmusiker der Welt. Er hätte alles verkaufen können, wenn er schon etwas hätte, aber er hat noch nichts. Aber wenn er was hat, dann wird er alles verkaufen. Er wird alle Rekorde brechen. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe die große Freude, ihn bei seinem folgenden Lied zu unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist der wunderbare David Weber. Die erste Liebe, der wir in unserem Leben begegnen, ist die unserer Eltern. Herangereift im warmen Nest werden wir irgendwann flügge. Wie kleine Kohlmeisen schwirren wir hinaus in die weite Welt und kehren nur noch selten nach Hause zurück, um dann gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und uns gegenseitig auf den Sack zu gehen. Doch dann kommt die Nacht und mit ihr die Ängste und Sorgen und gleichzeitig das Bedürfnis nach Trost und Nähe. Mama, 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 ich kann nicht schlafen. Müde ist mein Geist und schwer meine Augenlider, doch ich kann nicht schlafen, denn der Wolf kommt wieder und ich weiß nicht, was ich mit den Schäfchen machen soll. Mama, sei doch so nett und setz dich an mein Bett. Da bist du ja, Mama. Was ist das da in deiner Hand? Junge, ich hab uns einen Joint gebaut. Finger weg. Wer baut der Haut? Ich rauch ihn erstmal an und guck, was er kann, und dann bist du dran. Ich rauch ihn erstmal an und guck, was er kann, und dann bist du dran mit dem Mario. Mit dem Mario. Mit dem Marihuana. Mama, 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 gib doch endlich mal ab. Seit Minuten hältst du in deiner Hand den Joint, so als wäre es dein bester Freund. Und ich sitz hier und warte, und ich sitz hier und warte auf das Mario, auf das Mario, auf das Marihuana. Na los, Mama, es ist ja kaum noch was dran. Na endlich. Mama, du hast einen Tabakboden gebaut. Vergebens hab ich dir einen Großteil meines Lebens lang vertraut. Sag mir wenigstens, dass du noch ein bisschen was von dem Gras hast. Sag mir wenigstens, dass du noch ein bisschen was von dem Gras hast. Von dem Von dem Mario, von dem Mariana. Leider nein. David Weber, meine Damen und Herren. Das war mega geil. Spannende Introspektive, finde ich, auf die Mutter-Kind-Beziehung. Ja, es waren auch viele Gefühle. Ich hatte das Gefühl, mit euch beiden zusammen zu sein und mich von euch getrennt zu haben. Und ihr seid meine Mutter. Das war was.
Ich möchte nicht fragen, warum, aber vielleicht auch doch. Vielleicht habe ich den Text nicht verstanden, aber ich glaube schon. Es ging um Marihuana. Deswegen. Ach so. Ja. Okay. Unser nächster Gast ist keiner von euch. Das ist Olaf Schubert. Olaf hat ein Buch geschrieben. Thema seines Buches ist das Credo des modernen westlichen Menschen. Es ist die Liebe zum Kapitalismus. Olaf kann aus Kostengründen leider heute nicht hier sein. Ich war ihm einfach zu teuer. Also, aber er ist zugeschaltet aus einem Studio seiner Wahl. Mensch! Hallo Julius, alte Hundelunge. Genau. Ich wollte mich erstmal bedanken für die Einladung und ich wollte mich auch dafür bedanken, dass ich nicht persönlich bei dir erscheinen muss, sondern dass ich hier aus meinem Safe Room teilhaben kann, dann, also wenn es um Literatur geht. Ja, genau. Ich habe also ein Buch geschrieben und nicht irgendeins, sondern meins. Ich habe mal so ein paar editorische Fakten zusammengetragen, dass wir erstmal so ein paar Basics haben. Es besteht aus 43.251 Wörtern sowie insgesamt 288.463 Zeichen. Und davon sind nur 40.222 Leerzeichen. Das ist überhalb des internationalen Durchschnitts. Also man merkt, das ist wirklich voller Inhalt. Es sind 236 Seiten. Ich hätte natürlich auch ein längeres Buch schreiben können, aber die Geschichte, die ich hier aus dem Internet geladen habe, war halt an der Stelle zu Ende. Ja, wie gesagt, es ist also kein sehr dickes Buch, also jetzt keine elementare epische Schwarte, sondern eher schlank. Das ist wichtig, denn wir wissen, heutzutage wird ja viel gestritten darüber, was Kunst darf und was Kunst nicht darf. Deshalb also gleich der wichtige Hinweis. Also falls es wieder mal zu einer Bücherverbrennung kommen sollte, dann ist das Buch maximal zum Anfeuern geeignet. Ja, ich würde jetzt gerne ein bisschen was aus dem Buch für euch präsentieren. Manche sagen, ich bin ein sehr guter Vorleser, andere wiederum meinen, meine Künste würden sich in diesem Sektor in Grenzen halten. Ist dann eigentlich auch nicht entscheidend, wie jemand irgendwie jetzt hier was vorliest bei einem Buch, finde ich, ist immer noch der Inhalt wichtiger, als wenn jetzt einer hier große Show macht und jetzt hier prätentiös irgendwas liest, sodass alle denken, oh. So, also. Erstes Kapitel. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Dirk. Ich hab's geschafft. Ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich. Beliebt und wohlhabend. Genau, ich denke, das war schon mal für den Anfang gar nicht so schlecht. Aber ich will jetzt natürlich nicht das ganze Buch sondern so vorlesen, sondern ich habe in meiner kargen Freizeit schon mal so ein kleines Exzerpt angefertigt, also worum es also insgesamt geht. Es gibt also eine richtige Handlung. Es geht um Dirk und wenn wir jetzt das Präludium, also die Introduktion mal weglassen, also die gesamte Präambel, dann beginnt es eigentlich direkt mit dem
zweiten Kapitel. Und da ist es also so, dass Dirk von seiner Frau mit geharnischten Vorwürfen zugehagelt wird. Und er ist konfliktscheu, er weicht der Auseinandersetzung aus. Also er führt keine zielgerichtete Debatte um anstehende Entscheidungen ja, irgendwie zu fällen, sondern er flüchtigt sich irgendwie in, ja, und dann wendet sich seine Frau von ihm ab. Das führt dazu, dass er einige Seiten weiter, exakt auf Seite 21, alleine in seiner Wohnung sitzt. Dann ist er erst traurig, dann macht er sich eine Flasche Schnaps auf und dann merkt er, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Trotzdem ist er noch traurig, hofft, dass seine Frau anruft. Er sieht Schwalben vorüberziehen und denkt sich so, vielleicht sind wir Menschen auch wie Schwalben. Ja, wir kommen an, lernen eine andere Schwalbe kennen und zieb, zieb. Das ist jetzt toll beschrieben in dem Buch, wie also die eine Schwalbe macht so zis, zis, zis. Und die andere Schwalbe ist ein Spatz oder könnte auch ein anderer Vogel sein. Kein Habicht, also kein Greifvogel, sondern ein Friedfisch. Und also die Kommunikation zwischen den Vögeln wird beschrieben. Einsamkeit bleibt trotzdem zurück, weil seine Offerte mit einem abschlägigen Bescheid. Schade. Er geht daraufhin auf Arbeit. Dirk B. arbeitet als Hortnerin oder als Hortner in einer Schule, in einer freien Kreativschule. Und ja, plötzlich entdeckt er aber, und jetzt wird es wirklich verrückt, auf seinem mobilen Empfangsgerät ploppen plötzlich so Nachrichten auf von einer virtuellen App. Meine Zeit ist schon zu Ende. Also da müssen wir jetzt ganz schnell machen. Wir sind ja erst auf Seite 29. Ja, also dann kommt die App und er fragt sich, wo kommt die App her? Er will sie löschen, er kann sie nicht löschen. Er fliegt dann auf Arbeit raus. Also er hat wirklich massivste Probleme. Er sucht sich eine neue Arbeit. Er führt Klage gegen andere. Er verlässt sich auf die App, die er plötzlich als virtuelle Ratgeber, ja, beinahe als einen digitalen Gott in seinem Leben implementiert. Das klingt bizarr, aber er hat dann immer größere Kalamitäten, finanzielle Sorgen. Er will seine Frau zurück, lernt aber eine andere kennen. Und die App führt ihn auf den Weg dahin, dass der Kapitalismus gut ist. Also die App sagt ihm, man kann ein Verlierer sein mit Erfolg, wenn man macht, was die App sagt. Er verlässt sich darauf, gerät dadurch aber in eine noch größere Sackgasse. Er träumt etwas Schlimmes, sucht sich einen Job als Beerdigungshelfer. Und im 23. Kapitel kommt meine Lieblingsstelle hier. Sollte aus den Verkaufserlösen beglichen werden. Oder? Ja, hab ich gedacht, geil, dass das von mir ist. So, und dann hat er plötzlich Erfolg, weil er das, was gar nicht sein geistiges Eigentum als sein eigenes veranschlagt. Und er steht plötzlich im medialen Rampenlicht. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, warum? Und wird Dirk B. eigentlich berühmt bleiben? Und was ist mit der mysteriösen App? Das kann ich euch jetzt leider aus Zeitgründen nicht mehr offenbaren, wie sich es da zutrug. Aber Fuchs, der ich nun mal bin, habe ich von meinem Buch nicht nur eins drucken lassen, sondern sogar mehrere. Ihr könnt euch also eins kaufen und dann selber lesen. Ja. Vielen Dank. Lieber Olaf, danke für diese Worte. Wenn ihr nichts dagegen habt, wie weit seid ihr mit der Torte? Fast fertig, aber ja, noch nicht fertig. Ganz. Du bist fertig, Julian, aber du bist ja auch noch dran. Ist auch nicht so geil geworden, aber dafür. Ja gut, super. Julian kommt aus Berlin und hat eine Dachterrasse. Das ist, finde ich, ein Widerspruch in sich. Berlin ist ein so unwirtlicher Ort. Eine Dachterrasse hingegen ist ein Ja zum Leben. So divers seine Leidenschaften sind, so unterschiedlich ist auch Julian.
Seine Art, Liebe zu zeigen, lässt sich sehr gut mit folgender Aktion belegen. Als ich 30 wurde, feierte ich mit Freunden ein Fest an der Ostsee. Er war auch da. Zufällig. Um mir zu zeigen, wie sehr er mich mag, schlich er sich während der Festivität in mein Zimmer und klebte alle Dinge, die lose waren, Schlüpfer, Bücher, Kissen, mit Klebeband an die Decke. Dann hatte er die Idee, den Siphon des Badezimmerwaschbeckens abzuschrauben. Mega. Ließ es dann aber. Das war seine Art, mir seine Liebe zu schenken. Ich muss heute noch daran denken, wenn ich Stückchen von Klebeband aus meiner Unterhose pule. Mal gucken, wie ich mich heute räche. An Julian Heun. Ich finde, das war eine sehr große Geste von mir. Ich danke dir auch dafür, dass du an meinem Geburtstag direkt mich nicht mit Wasserbomben beworfen hast. Warte ab, bis du 40 wirst. Wenn das mal noch was wird. Mein Text heißt, das hyperkondensierte Kondensat der Weisheit oder alles, was ich über die Liebe weiß, dank Bachelor, Bachelorette, Bachelor in Paradise, Paradise Hotel, Love Island, Temptation Island, Temptation Island VIP und Prince Charming. Ich bin ein selbstloser Mensch. Ich opfere mich gern für andere auf. Wenn du nicht weißt, ob du den letzten Keks essen sollst, erlöse ich dich mit einem selbstlosen Bissen. Wenn du Angst hast, morgen wieder übermotiviert Betrunkene gewesen zu sein, bewahre ich dich mit dem zielstrebigen Echsen einer halben Flasche Amarula. So selbstlos bin ich. Ich bin da für dich, wenn du mich am wenigsten brauchst. Also habe ich mich geopfert und für euch alle Staffeln aller Dating-Shows, die aktuell im deutschen Fernsehen verfügbar sind, gesehen. Ich habe sie in mich rein meditiert, ich habe sie spirituell in mich transzendieren lassen, ich habe sie ziemlich gebingewatcht und ich bereue nichts. Denn wir alle wissen, Liebe ist scheiße, aber Dating-Shows sind sehr, sehr geil. Hier sind also die Weisheiten und Keyfacts, die ich von meinem Weg durch intellektuelle Wüstenlandschaften und blühende Oasen des Fremdscharms mitgebracht habe. Nun denn, meine wissbegierigen Love-Padawane, spitzt eure Ohren und Bonschlonzo. Erstens, die aufgespritzte Lippe ist das neue Arschgeweih. Lass auch dir deine Lippen aufspritzen, betone die Ente in dir und werde Teil von etwas ganz Großem. Zweitens, Detox ist gut, Botox ist besser. Und zwar gerne schon mit Anfang 20. Botox ist wie Poetry Slam. Etwas peinlich, aber es geht unter die Haut. Sorry. Also rein mit der Spritze und schon kannst du jung und alt zugleich sein. Ein Überwesen, bereit für die ganz große Begegnung. Drittens, habe hohe Maßstäbe an alle, außer an dich. Man lacht zum Beispiel nicht über Äußerlichkeiten, außer natürlich, wenn es operierte Trash-TV-Opfer sind. Ich denke, dann ist das okay. Viertens, die Menschen sind so vielfältig. Um dich herum sind nicht nur Models, InfluencerInnen und Personal Trainer. Nein, es gibt auch Content-Creator. Ja, Content-Creator. Jedes Mal, wenn jemand das Wort Content-Creator sagt, erstickt irgendwo ein Germanistik-Professor. Nicht so schlimm, niemand braucht Germanistik. Fünftens, the sky ist der Himmel. Du kannst alles schaffen. Wenn du Glück hast oder geil aussiehst, kannst du bis zu 400.000 neue Follower generieren. Es ist möglich, dass du vom mächtigen Influencer zum Influencer aufsteigst. Wahnsinn. Sechstens, mach Komplimente, aber gib dir keine Mühe. Du hast schöne Augen, reicht völlig. Immer. Es ist ein One-Size-Fits-All-Kompliment. Denn niemand hat hässliche Augen. Es gibt nur hübsche Augen und sehr hübsche Augen. Und Klaus Kleber, siebtens. Beim Flirten simuliere Gemeinsamkeiten. Anstatt zu sagen, schönes Botox, danke, du aber auch, stell fest, dass ihr praktisch genau die gleichen Dinge mögt, dass ihr echt total die gleichen Menschen seid. Sprich in leeren Sätzen, denen keiner widersprechen kann, wie Ehrlichkeit, ist mir wichtig. Oder ich bin ein Gefühlsmensch. Niemand würde antworten, ich bin kein Gefühlsmensch. Gefühle? Nee, es ist mir fremd. Wie? Ich soll aufhören, in deinen Mund zu aschen? Entschuldigung! Ich weiß nicht, dass das weh tut, Gefühle! Bin ich nicht so. Achtens, wenn du Gegenspieler hast, wirf ihnen vor, dass sie falsch seien. Das zieht immer und passiert eigentlich in jeder einzelnen Show.
Obwohl es sich bei den Shows um BerufsselbstdarstellerInnen handelt, die sich vor Kameras möglichst likebar selber imitieren, zieht der Vorwurf immer jemand, spiele ein Spiel oder sei falsch. Das ist die ultimative Allzweckwaffe. Es ist in etwa, als ob ein Haufen Auftragskiller um einen Tisch beim Mafia-Boss sitzen. Und auf einmal sagt einer, Boss, ich habe irgendwie das Gefühl, der Paolo ist ein Mörder. Ich merke sowas. Und dann sind alle entsetzt. Paolo, das finden wir mega schlimm. Und dann erschießen sie ihn alle gemeinsam. Und es ist schön. Neuntens. Dating-Shows sind heilsam. Ich hasse Dating-Shows, aber ich liebe sie auch. Eine Staffel Bachelor kann die Schäden von 0,4 unerfüllten Beziehungen heilen. Das ist pure Erholung. Ich liebe die Längen, wenn beim Bachelor 6 Jennys hintereinander aus dem Auto steigen und alle das Gleiche sagen. Ich liebe die falsch verwendeten Sprichwörter, die unnützen Muskeln, das Scheitern beim Flirten, das Drama, wie alles so viel größer wird, als es ist und dann wieder nichts. Ich schaue das mit Abscheu, aber auch mit ganz, ganz viel Liebe. Zehntens, sei ein opportunistischer Wendehals wie RTL. RTL hat seit Jahren ausschließlich militant heteronormative Dating-Shows produziert, um dann mit Prince Charming um die Ecke zu kommen, der ersten Gay-Dating-Show und der besten. RTL plakatierte die toleranten Innenstadtbezirke von Berlin voll mit Plakaten wie Dating ist schwul und tat dabei so, als hätten sie die Gleichstellung höchstpersönlich erfunden, als hätte es die sexistischen Bachelor-Folgen nie gegeben. Allerdings lief die Show natürlich erstmal ausschließlich online, ausschließlich für Premium-Kunden. Free TV traute man sich dann doch nur, als es super Klickzahlen und so einen kleinen Grimme-Preis gab. Dietmar und Ingeborg sollten schön erstmal weiter lineares Hetero-TV schauen in ihrem Wohnzimmer, in dem auch sonst alles ist wie 1950. Etwas anderes kann man ihnen ja auch nicht zumuten, sonst würde Ingeborg ja schreien, Dietmar, hast du es gesehen? Es gibt Schwule wirklich. Das heißt, es ist nicht mehr 1950. Wahnsinn! Komm, wir renovieren das Wohnzimmer und werden schwul und hören Podcasts. Und das will ja keiner. Sei also auch du ein Wendehals wie RTL und trage Offenheit um deinen Wendehals, als sei sie ein wechselbares, geiles Accessoire, das man an- und ablegen kann und das echt gut zu deinen Augen passt. Und übrigens, du hast wirklich schöne Augen. Dankeschön. Julian Heun. Was ist denn auf dieser Seite des Raums los? Ist das irgendwie, ist das ein Problem? Muss in NRW immer alles umfallen? Das sind die Gefühle, die wollen raus. Da ist vor allem Wut, das sag ich dir. Aber Jan-Philipp, dann sag's doch einfach mit deiner Torte. Ja, ich habe eine Trennungs-E-Mail-Torte geschrieben. deswegen ist oben der Betreff Retrennung. Und dann geht es los mit, zu Beginn meiner dreiteiligen Entschuldigung möchte ich, und dann ist mir der Platz ausgegangen. Ja. Das ist, oh Gott, da habe ich jetzt die ganze Zeit dran gearbeitet und ich bin super stolz auf mich. Jan-Philipp, ich bin auch super stolz auf dich. Danke. Ja. Hast du eine Torte? Ich habe auch eine Torte, warte, ich habe die hier. Das ist jetzt sozusagen die für mich? Das ist, genau. Also so würdest du dich von mir trennen? Ja, schon. Also ich habe jetzt hier diese Trennungstorte, ich habe erstmal mit ein bisschen floralen Elementen gearbeitet. Ja, schön. Um die Stimmung ein bisschen zu heben und dann steht einfach schade. Ist mir jetzt zu negativ gewesen, deswegen habe ich jetzt einen Untertitel noch gewählt, aber macht ja nichts. Also, das bringt die Sache so ein bisschen positiv zu Ende, oder? Wir müssen das auf den Markt bringen. Julian, ich bin sehr gespannt auf deine Torte. Ja, ich weiß nicht, meine war einfach schon fertig. Ich habe da was drauf gemacht, dann dachte ich, die ist schon fertig, weil unbeabsichtigt sah die schon so ein bisschen aus, ich denke, wie so eine Fetischparty. Da sind so leicht da sind so leicht undefinierbare Kügelchen, da sind sehr viele Augen im Dunkeln. Da ist was Rotes, ist es Ketchup. Es ist kein Blut, ja. Und dann weiß ich nicht, was man dann, man gibt die dann und sagt dann, ich bin in unsere Beziehung ist wie ein Darkroom, sehe ich nicht. So vielleicht? Ja, exakt so. Ich habe auch Text verwendet, bei mir steht, aber ich hatte auch nicht genug Platz und nicht genug, sage ich mal, Geschick, um hier was drauf zu schreiben. Bei mir steht drauf, egal was es ist, du hast es nicht.
Ja, also das wäre jetzt, das wäre, die Maske wäre mit dazu, dann ist man, dann da ist auch noch eine Geste, weißt du? So von wegen, wir mussten bisher keine Maske tragen, weil wir haben uns geküsst, aber ab jetzt sind wir aus dem Bereich des Küssens weg hin zu, wir sind Fremde und dementsprechend keine Bedarfsgemeinschaft mehr und deswegen dürfen wir. Das ist, wenn Autoren basteln sollen, ne? Sie schreiben trotzdem. Ja, ja. Ich bin sehr zufrieden über das Ergebnis, denn es gab sehr viel Unterschiedliches und Tolles. Und, willst du jetzt Schluss machen? Ja, ich mache jetzt Schluss. Ich mache jetzt Schluss mit euch allen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich trenne mich. Ja. Ja, aber Jan Philipp, warum hast du denn dieses U aufgepustet? Wolltest du mir einen Herzballon schenken und jetzt geht's nicht? Kein Problem. Ich habe hier Fachwerkzeug. Eine das, gute das Pumpe. Das hat so ganz doll was von erektiler Dysfunktion. Auf jeden Fall. Also was ich am meisten an heute liebe, ist, dass einfach alles kaputt geht oder nicht funktioniert. Wie eigentlich so gut wie jede Beziehung. Und das natürlich so, das haben wir natürlich alles so hingebastelt. Julian, du hast auch noch so ein Herz. Ja, willst du das auch noch aufpusten? Ja, aber nicht mit dem Mund, weil die Aerosole, mein Kind. Meine Aerosole kriegt ihr eh nicht. So, Schweine. Das wird jetzt. So. Was ist denn mit den Herzen los? Warum? Okay, während meine Gäste jetzt noch versuchen. Hey, und schon ist es eine Kugel. Während meine. Das war die perfekte Metapher fürs Ende. Ja, während meinen Gästen das Herz zerbricht, verabschiede ich mich in die Nacht. Ich bedanke mich natürlich bei Sandra Davina. Vielen Dank. Bei Jan Philipp Zimny. Bei Julian Heun, bei Olaf Schubert und bei dem wunderbaren David Weber. Macht es gut, wir sehen uns.